Leichte Spannung war am Mittwoch vor der Europa-Universität zu spüren. Viadrina-Präsident Gunter Pleuger erwartete zusammen mit Oberbürgermeister Martin Patzelt die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und dann kam sie. Zusammen mit dem Präsidenten des Europaparlamentes Hans-Georg Pöttering begrüßte sie die anwesende CDU-Prominenz. In der Viadrina selbst konnte sich die Bundeskanzlerin direkt ein Bild von der ansässigen Wirtschaft machen. Neben den städtischen Betrieben war vor allem die Solarindustrie für die Bundeskanzlerin interessant. Im Anschluss an eine kurze Rede trug sich die Bundeskanzlerin sowie der Präsident des Europaparlamentes in die goldenen Bücher der Stadt und der Universität ein. Im Anschluss ging es zu Fuß durch die Stadt und in Richtung Marktplatz, wo die Bundeskanzlerin schon von den Frankfurtern erwartet wurde. Viele Besucher waren gekommen. Einige von ihnen, um Angela Merkel mal aus der Nähe zu betrachten. Andere, um mit Plakaten auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen. Mit einer Rede über Europa, die Wende und die vorangegangene Solidarność-Bewegung in Polen wollte die Kanzlerin die Frankfurter auf die Wichtigkeit der Europawahl am 7. Juni aufmerksam machen. Besonders bei globalen Entscheidungen wie dem weltweiten Umweltschutz oder der besseren Kontrolle im Finanzmarkt wäre es ohne ein vereintes Europa für Deutschland nicht so leicht, eigene Interessen durchzusetzen. Aber Merkel wies auch darauf hin, dass bestimmte Entscheidungen wie kürzlich die Frage, ob deutsches Brot zu viel Salz enthalte und damit ungesund für die Menschen sei, eine deutsche Frage sei und keine europäische. Ich würde mal sagen, wir sind jahrhundertelang ganz gut mit unserem Brot gefahren. Und deshalb soll man uns damit in Frieden lassen. Das muss in Brüssel nicht entschieden werden, genauso wenig wie die Gurkenform und die Traktorensitznormung. Das kann man alles anders machen, meine Damen und Herren. Dafür ist Europa nicht gut. Auf die Bedeutung Europas und der immer mehr zunehmenden Einflussnahme des Europäischen Parlaments wies der Präsident des Europaparlaments Hans-Georg Pöttering in seiner Rede hin. Ich denke, die Bundeskanzlerin hat eine sehr beeindruckende Europarede hier in Frankfurt vorgetragen, aber sie hat auch die Sorgen der Menschen angesprochen. Wir sind in einer Wirtschaftskrise, wir haben Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit. In Eisenhüttenstadt sieht es im Moment nicht so gut aus. Aber sie hat, glaube ich, auch aufgezeigt, wo die Lösungen und wo die Zukunftsperspektiven sind. Und ich bin natürlich froh, dass nach dem Regen und auch in der Kälte, die wir heute Abend erleben, doch so viele Frankfurter und Gäste hierher gekommen sind. Es waren mehrere tausend Leute vor der Bühne und ich glaube, es war eine gute Stimmung. Ich freue mich über den heutigen Abend. Der Tag war lang und wenn ich davon ausgehe, dass Sie jetzt die Eintragung ins Goldene Buch meinen und die Wahlveranstaltung hier, da bin ich sehr froh. Es sind vor allen Dingen, das ist so meine stärkste Wahrnehmung, es sind ganz wichtige Dinge gesagt worden. Die Rede der Kanzlerin hat die Frage auf den Punkt gebracht, warum brauchen wir Europa und warum müssen wir für Europa was tun? Europa ist kein Geschenk, das kann uns ganz schnell wieder verloren gehen. Dass wir Frieden haben, dass wir Gerechtigkeit anstreben, dass wir neue Ordnung für die Welt brauchen und für Europa. Angesichts der Finanzkrise ist das deutlich geworden. Das passiert nicht von alleine. Und ich denke, die Menschen, die heute hier waren, egal ob sie die CDU wählen oder nicht, haben mit nach Hause genommen oder konnten es mit nach Hause nehmen. Wir müssen Europa eine Stimme geben und wir müssen für Europa was tun. Viele beneiden uns darum, dass immer die Kanzler in Deutschland nach der deutschen Einheit hier waren. Helmut Kohl war wiederholt da, Angela Merkel war auch schon wiederholt mal hier und hat auf Wahlkämpfen immer hier mit Position bezogen. Und das ist ein Stück Wertschätzung, das ist ein Stück Wahrnehmung unserer Stadt deutschlandweit. Da redet man drüber. Das merken wir vielleicht nicht so, aber es wurde darüber gesprochen, was die Kanzlerin dann in Frankfurt-Oder gesagt hat oder dass sie wieder da war. Und diese Wertschätzung auch von Politik, von unserer Stadt, das sollte uns eigentlich Mut machen. Im Anschluss an die Veranstaltung musste der örtliche CDU-Kreisverband das wegräumen, was durch den Auftritt der Kanzlerin übrig geblieben ist. Mit dabei auch der Fraktionsvorsitzende und natürlich der Oberbürgermeister, der gleich die Gelegenheit nutzte, gegen die Politikverdrossenheit anzukämpfen. Ich finde, sie hat viel geredet, ohne
irgendwie nichts zu sagen. Also sie hat, das fand ich nur gar nicht. Nee, ich finde... Nee, sie hat den Menschen uns hier nochmal sehr deutlich gesagt, warum wir Europa brauchen. Sie hat uns deutlich gemacht, und das ist ja wahr, jeder, der in die Geschichte guckt, Europa war eine Geschichte von Kriegen, von Ausbeutung, von Unterdrückung, von Ungerechtigkeit. Und das haben wir überwunden, das haben wir jungen Leute, ich bin ja auch schon wieder alt, aber meine Generation hat es ja, das geschenkt bekommen. Und wenn wir das jetzt trudeln lassen, wenn wir das nicht nehmen und weiterentwickeln, dann kann es ganz schnell sich wieder auflösen. Und das, was selbstverständlich ist, dass wir heute in einigermaßen Wohlstand, gesicherten Verhältnis leben, das muss auch bewahrt werden. Das hat sie gesagt, und das fand ich. Und sie hat gesagt, wählt und wählt das, was ihr denkt, natürlich am besten CDU, aber wählt, was ihr wollt, hat sie gesagt, und geht zur Wahl. Moment mal.